Beratungsständige Today, Herr Judas Dimmer. Ja. Ja, ich melde mich ja wegen der Stromberührung hier an. Wir sind heute bei Ihnen vor Ort der zuständig. Was bezahlen Sie denn so ungefähr an Strom monatlich? Können Sie ein kleines bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht mehr so gut. Oh, okay. Es geht um Ihren aktuellen Stromtarif. Ja, jetzt habe ich Sie verstanden. Okay. Was zahlen Sie an Strom? Meinen Sie jetzt den Kilowattpreis oder Nein, Abschlag? Monatsabschlag. Was waren das jetzt? 119 Euro. Mit wie vielen Personen leben Sie? Ich wohne alleine. Okay, bei welchen Anbietern? Ich bin bei den Stadtwerken hier, ne? Haben Sie auch Gasanschluss? Ja. Was zahlen Sie für Gas? Oh, das hat sich so oft geändert, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Das müsste ich nachschauen. Weil die Preise steigern ja ab dem 1. März, Herr Rostemann. Schon wieder? Natürlich, und Sie sind ja wieder betroffen. Oh nein. Weil wie viel teurer wird es denn jetzt schon wieder? So, ich guck mal. Um 15%. Das ist ja schrecklich. Genau, das ist wirklich schrecklich, Herr Joroschum. Deswegen bin ich auch in der Leitung. Da kann ich ja mal gucken. 119 haben Sie ja gesagt, ne? Ja. Mit einer Person ist das ja zu viel. So viel verbrauchen Sie auch nicht, ne? Also ich habe das letzte Mal jetzt halt diese Erhöhungen da gekriegt, ne? Okay. Kann ich ja mal gucken. Ist da eine Feierlichkeit bei Ihnen? Was für eine Feierlichkeit? Na, ich höre da Menschen und Musik im Hintergrund. Ach, wir haben Musik an, Ach Herr so. Jurastimme. Also, Herr Jurastimme, da haben wir dann mit einer Person so 94 Euro für Sie. Ja, wirklich? Also es wird. Aber haben Sie nicht gerade gesagt, es wird teurer? Ja, aber Sie haben momentan ja keine Preisgarantie bei Emskirchen. Ne, das wird ja dann auf Platz 1 Energie Today sein, Preisgarantie ja für 2 Jahre für Sie, Herr Jurastimme. Was bedeutet das denn? Also, das wird ja dann andere Anbieter sein für Sie. Nee, dieses Preis, was Sie da gerade gesagt haben, was bedeutet das? 94 Euro Preisgarantie für 2 Jahre. Das heißt, es wird nicht teurer, oder? Nein, nein, das wird ja günstiger für Sie, weil Sie ja wechseln, Herr Jurastimme. Ach so, nee, ich meine, dass Sie das dann auch nicht, dass das nicht mehr werden kann in der Zeit. Nein, 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 nein. Sie werden doch einen Preisgarantie für 2 Jahre bei der Energie Today. Eine andere Anbieter. Ja, das habe ich verstanden. Und wenn das, was ist denn, wenn jetzt, sag ich mal, da der Krieg aufhört, das hoffen wir ja, dass das bald zu Ende ist, und das dann wieder günstiger wird, zahle ich dann weiterhin oder wird das auch günstiger dann? Günstiger für Ach Sie. so, das ist gut. Und es hätte ja sein können, dass dieses Ding dann für beide Seiten gilt, weil dann wäre das ja nicht so gut gewesen, aber dann bin ich beruhigt. Das hört sich gut an. Okay. Okay, Herr Jura, Stimme. Ja. Und für Kalt- und Schulungsmaßnahmen wird das Gespräch jetzt aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Ja? Nochmal, was war die Frage? Für Qualität und Schulungsmaßnahmen wird das Gespräch jetzt aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Habe ich kein Problem, wenn das für Sie auch in Ordnung ist, weil Sie sind ja auch mit in der Leitung. Genau, für mich ist das kein Problem. Und für Sie? Gut, nö, ich habe nichts zu verbergen. Ich frage dann wieder. Für Qualität und Schulungsmaßnahmen wird das Gespräch jetzt aufgezeichnet. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Herr Ihrer Stimme? Ja, das bin ich. Okay, super. Herr Jura-Stimme. So. Also, Sie zahlen dann ab dem nächsten Monat nur noch die 94 Euro? Ja, das ist gut. Und was zahlen Sie für Gas? Aber ich muss doch erst noch, ich habe ja einen Vertrag laufen. Das ist, oder geht das so einfach? Jahre? Wie lange sind Sie schon dort? Und schon ganz lange, also eigentlich schon Okay, immer. dann.
Okay, dann haben Sie keine Preisgarantie. Deswegen können wir das jederzeit erkündigen, Herr Jurastamann. Ach so, ich kann da immer wechseln. Natürlich, da sind Sie über ein Jahr ja schon. Ne? Ach so. Ja, Energie ist das ja aber nicht, ne? Das ist ja nur die Emskirchen. Stadtwerk Emskirchen oder ist das die Energie? Das ist Energie, ne? Emskirchen hat ja nur 20 Einwohner. Einer ist jüngst verzogen und da ist das Haus dann auch abgerissen worden. Da ist jetzt ja, sag mal, da lohnt sich das ja nicht, eigene Stadtwerke hier. Wobei wir haben zwischendurch, als der hier noch gewohnt hat, so viel Tourismus gehabt, dass die hier eigentlich eine eigene Tourismusinformation hätten aufbauen müssen. Das haben sie aber nicht gemacht. Ach so, also sie zahlen dann an Energie, ja? Ja, ja, natürlich. Und was zahlen Sie für Gas, Herr Jurastamann? Oh, da müsste ich nachschauen. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich nehme Sie mal kurz mit in mein Büro. Wenn Sie mich einen Lautsprecher nehmen können, dann haben Sie auch zwei Hände frei. Ich habe sie in die Hemdtasche reingepackt. Das ist der, Herr Jurastamann, hier steht auch die 17.03.1985 geboren. Stimmt das oder kann das? 85, ne? Da wäre ich ja noch ein ganz junger Hüpfer. Ich bin Jahrgang 51. Also 17.03.1951? Ja, ja, auf 85, das wäre ja ein Traum. Es ist gut, dass wir drüber sprechen, nicht, dass ich nachher noch irgendwelche Sportübungen machen soll. Da will ich ja komplett versagen. Also Sie sind eine Lustige, das macht richtig Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Danke. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Ich habe das schon wieder vergessen. Sie wollten ja Gas gucken, was Sie bezahlen. Ach ja, ich habe ja auch wieder ein Gedächtnis wie so ein Computer heute. Ne? So, wir sitzen jetzt in meinem Büro. Ich bin ja im Prinzip Hamsterbeauftragter der Meerschweinchenkolonie. Und jetzt wollen wir mal eben nachschauen. Also Strom, haben wir ja gesagt, ist 119 bisher. Ich muss mir das mal eben aufschreiben, das wird mir alles zu viel. So, 119, was war das jetzt bei Ihnen? 94. Herr Judaschim, Sie haben doch bestimmt eine Jahresabrechnung. Ja, die suche ich gerade. Ich wollte nur Ihre Zahlen, weil die stehen da ja nicht drauf. Ne? Genau. Ja, wie viel Sie auch verbraucht haben. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite daran. So, ich habe Gas habe ich gefunden. Das sind 85 im Monat jetzt aktuell. Das waren mal 69. Okay, ich gucke dann mal 85. Da könnte ich dann höchstens dann für Sie so 72 Euro machen, ja, für Gas? Mach mal 70. Okay, dann machen wir mal 70. Ha, okay. Sehen Sie, verhandeln lohnt sich. Natürlich. Dann können wir ja aber aus den 94 auch noch 90 machen. Ich bin armer alter Mann, da können Sie doch sicher ein Auge zudrücken. Da muss ich ja mal gucken. Beim Gas. Nee, beim Strom. Also beim Strom. Weil da haben Sie jetzt ja gesagt 94, ne? Aber ich sehe, dass Sie beim Gas ja günstig sind. Da müssen wir da nicht gucken. Naja, wenn ich bei Ihnen 15 Euro sparen kann, dann ist das doch großartig. Ja, das kann sein, aber Arbeitspreis ist ja günstiger. Also Sie sind ja noch günstiger beim Gas jetzt. Naja, wenn ich jetzt 85 zahle im Monat. Ach nein, ich sollte meine Lesebrille aufsetzen, es sind 95 und Sie haben zu mir gesagt, ich zahle jetzt 70, dann ist das doch günstiger. Ja, aber bei uns ist der Arbeitspreis ja ganz teuer momentan, sehe ich. Aber hier steht, dass die auch günstiger sind, weil das macht er automatisch. Der sagt ja auch, dass die günstiger sind. Ne? Also wie Gas lassen wir mal, aber beim Strom sparen sie ja schon gerne. Na gut, das ist, habe ich jetzt zwar nicht verstanden, aber Sie sind ja der Profi, ne? Genau, ich bin ein Profi, ich arbeite schon länger. Wie sagt man, aber es geht ja momentan alles darum, dass man Menschen korrekt anspricht. Wie wird denn ein weiblicher Profi bezeichnet? Sagt man dann Profi, ne? Oder wie sagt man das heute? Ich komme da total nicht hinterher. Profi, einfach Profi. Also das ist ja mal ein geschlechtsneutraler Ausdruck. Also ich bin da total verunsichert, weil das ist ja, ich denke jetzt schon immer im Radio, ne, wenn die im Radio ihre Nachrichten vortragen und dann immer diese seltsamen Unterbrechungen, weil sie da noch das Männliche oder Weibliche mit einbauen, da könnte ich jedes Mal das Radio aus dem Auto rausreißen, ne? Mhm, genau, da haben Sie recht. Ja, das ist schön, dass wir da einer Meinung sind. Also beim Gas kommen wir nicht zusammen, sagen Sie.
gucken Sie jetzt beim Strom erst einmal. Machen Sie jetzt Gas weg. Und Strom gucken Sie mal. Das Gas ausmachen? Nein, Gas wegpacken. Ich brauche nur Strom jetzt. Ach so, ja, das waren 119 Euro. Sie haben geguckt, ne? Ja, ja, das Strom zahle ich jetzt 100. Also nein, die Abrechnung war vor der Erhöhung. Mit der Erhöhung sind es jetzt 119 Euro. Vorher waren es 93. Wie viel verbrauchen Sie dann? Bitte? Beim Strom, wie viel verbrauchen Sie? Ja, Sie meinen jetzt im Jahr? Mhm. Dann muss ich mal kurz den Taschenrechner zur Hand nehmen. 119 mal 12, 1428 Euro im Jahr. Das ist Wahnsinn, ne? Oh, also Sie verbrauchen 1200 kWh. Nee, also ich habe jetzt gerechnet 119 mal 12. Weil das Jahr hat ja in den meisten Fällen 12 Monate. Und dann komme ich auf 1428 Euro. Mhm. Also so viel verbrauchen Sie ja, ne? Ja, so viel kostet das im Jahr, genau. Und so viel verbrauchen Sie auch. Ich meine ja kWh. Ja, das stimmt. Okay. Okay, dann sind Sie ja noch günstiger. Also bei 2000, da habe ich jetzt für Sie ja die 85 Euro, ne? Ach, das wird ja immer günstiger. Können wir 80 draus machen? So, ich guck mal. Wenn ich 2500 mache. Spricht die Dame im Hintergrund da mit mir oder ist sie einfach nur laut? Nein, das ist ja meine Kollegin. So, ich höre nicht, dass ich was Wichtiges verpasse, ne? Nein, das ist ja meine Kollegin. So, da haben wir dann, genau, ich lasse das ja dann, ich guck mal, wenn ich 1500 mache. So, Sie wollen 80 Euro bezahlen, ja? Ja, wenn wir uns da einigen können drauf, ist das, da habe ich da nichts gegen, ne? Da kann ich mir öfter was Warmes zu essen leisten. Ich war lieber 2000, ja. Ich bin, also Sie bekommen auch Geld zurück, dann Herr Joderstum, ja? Ja, habe ich was gewonnen? Nein. Wenn Sie Gewinnspiel, sage ich. Ja. Wenn Sie Gutschrift bekommen, meine ich. Endes ja, da, vom Gewinnspiel warte ich noch auf den Rückruf, ne? Ha, haben Sie auch doch teilgenommen? Ja, bei welchem haben Sie denn mitgemacht? Ah, ich nicht, da muss ich immer aufpassen. Ach so, das klang so vertraut, als ob Sie das kennen. Nee, da passe ich immer auf, oder stimmt. Worauf denn? Das ist sehr gefährlich beim Gewinnspielen. Warum? Ich weiß, ich glaube nicht an Gewinnspiele. Ja, aber warum sollte das gefährlich sein? Was kann da denn passieren? Ja, keiner, ich glaube nicht an Gewinnspiele, den nehme ich auch nicht teil. Ach so, so ein Glücksspielphobie sozusagen. Ja, wirklich, habe ich. Naja, man muss mögen, ne? Also ich mag ja zum Beispiel Regenwetter nicht. Und dann gibt es auch Leute, die mögen keine Gewinnspiele. Ich habe auch einen Nachbarn, wenn ich den als mal zu mir zum Essen einlade, ich habe ein blaues Esszimmer, der sagt dann immer, er will zurück in den roten Raum, weil er blaue Räume nicht mag. Das ist, so ist halt jeder Mensch wieder ein bisschen anders, ne? Oh, haben sie auch rote Räume? Nee, er zu Hause sei offen. Also er hat mich noch nie eingeladen. Der steht nur mal, der ist ein bisschen komisch. Der steht hier nur manchmal und weiß, er findet dann manchmal vielleicht nicht nach Hause, ich weiß das nicht. Und dann kriegt er bei mir immer was zu essen. Oh. Und dann geht er auch wieder. Also gab es noch nie Probleme. Der ist nur sehr wortkarg. Und das Einzige, was er immer sagt, ist, ich will zurück in den roten Raum. Und dann geht er meistens nach so einer Stunde wieder. Oh mein Gott. Schon seltsam. Wirklich seltsam. Aber was soll man muss den Menschen ja helfen, ne? Natürlich, da haben Sie wirklich recht. Und Sie leben auch alleine, ne? Ja, ich wohne alleine, ne? Also meine Frau ist schon vor ein paar Jahren gestorben. Oh. Herzlich Beileid. Dankeschön. Und haben Sie Kinder oder so? Ja, die sind alle schon im Ausland, ne? Mein Sohn ist in Amerika und meine Tochter, die ist in Neuseeland untergekommen. Ne? Oh. Das sind auch sehr schöne Gegenden da, ne? Hm. Die haben da eine Hühnerfarm. Ah. Oh. Ne, das ist, wollten die mir mal mitbringen. Da hat der Zoll das weggenommen, weil das kein EU-Land ist, so ein Schwachsinn. Ist nicht schön.
Genau, das ist wirklich nicht schön. Bitte? Wirklich, das ist wirklich nicht schön. Ja, das genau, stimmt. Genau, da haben Sie recht. Kennen Sie denn auch Neuseeland? Nein, wo ist das denn? Das ist mitten im See, darum heißt das ja so. Ach so. Ja, das, ja, das ist einfach so. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ja, Neuseeland, genau. Daran erinnere ich mich noch. Mhm, Zelanda. So. Was? In Zelanda, ne? Zylinder? Zelanda. Also Sie meinen, ja, das wäre die englische Aussprache, wäre New Zealand, falls Sie das suchen. Genau. Ich dachte jetzt schon, Sie fangen an, mit mir Maori zu sprechen, weil das ist ja die, neben de facto Englisch ist ja Maori da die Hauptsprache, ne? Das sind ja die Ureinwohner. Aber ganz schön dort in Neuseeland, ne? Ja, also die Landschaften, die sind unvergleichlich. Verstehe nur nicht, warum die bis heute sich nicht unabhängig erklärt haben von der britischen Krone. Ne? Weil was wollen die denn machen? Wollen die wie damals hier mit den Rotröcken rüberkommen? Das wird ja nicht mehr klappen. Ja, das haben Sie recht. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber Neuseeland ist ja mal so eine Gefängnisinsel von den Briten gewesen. Die haben da früher die ganzen Schwerkriminellen drüber geschifft, weil das halt am anderen Ende der Welt ist. Und er hat sich irgendwann eine eigene Nation draus entwickelt, ne? Aus lauter Kriminellen ursprünglich haben die ein sehr fortschrittliches Land geschaffen. Ach so. Ja. Das ist ja ganz interessant auch. Genau, das ist interessant. So, wo sind wir jetzt geblieben? Jetzt beim Strom jetzt, ne? Ja, und beim Strom und beim Gas? Beim Gas haben Sie gesagt, geht's nicht besser. Sie sind ja Gomp, Ihre Vorname ist Gomp. Ja, Gomp Judas Stimme ist mein Name. Gomp Judas. Also Judas Stimme, das ist Ihre Familienname und Gomp Vorname. Ja, das ist Hebräisch, ne? Von wo kommen Sie denn? Hebräisch? Ja, also von den Wurzeln her. Ne? Ich bin ja hier gezeugt, geboren und aufgewachsen im Heiligen Emskirchen. Ne? Ach so, Gomp. Gomp Judas Stimme. Ja. In Emskirchen Ahornsteg 8, ne? Das ist ja noch aktuell. Aber? In Ahornsteg 8 in Emskirchen. Aktuell noch? Also ich weiß nicht, was das ist. Nee, das ist Altschauerberg 8. Das ist falsch. Straße, aber, meinen Sie? Ja, Altschauerberg 8. 91448 Emskirchen. Alt Schauerberg 8, ne? Ja. Okay. So, 17.03.1951. Ja, genau. So ist das. Judas Stimme, da haben wir jetzt gesagt für Sie, Preisgarantie dann ja für 2 Jahre bei der Energie Today. Sie bekommen das ja alles postalisch nach Hause. Aber für die Unterlagen, da brauchte ich nur einmal die Stromzählernummer, Herr Judas Stimme. Oh, da muss ich nochmal nachgucken. Nee, bei dem Jahresabrechnung. Wir müssen ja zweite oder dritte Seite gucken. Da ist eine Tabelle. Beim Strom jetzt. Dann gucken wir doch mal, ob ich das finde. Ich hatte das nämlich schon wieder zur Seite gelegt. Oh, wieder zur Seite gelegt. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir das noch benötigen. Nee, das brauchen wir ja. Na gut. Ich warte. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Und ich arbeite an der Lösung des Problems. So, sind Sie soweit? Ja. Das ist 0221. 0221, ja. 669. Mhm. 51485. Also 0221669514. Das war jetzt zu schnell. Okay, 0221. Ja. 6695. Ja. 1485. Korrekt. Und Sie benutzen Smartphone mit Internet und so alles? Nochmal, was war die Frage? Ob Sie ein Smartphone benutzen, Touch-Handy.
Nee, das ist so eine ganz alte Krücke hier, mit der, die ist so stabil, wenn man einen Unfall hat, kann man da mit dem Auto das Fenster einschlagen. Oh, also, was für ein Handymarke ist das? Das ist ein Nokia. Sie haben eine Nokia? Ja, die besten, die es jemals gab. Haben Sie vielleicht einen Computer oder Stimme? Das ja, ich habe einen Computer mit der Computerstimme. Mit Internet und so alles. Natürlich, was? Natürlich. Dann geben Sie mal Ihre E-Mail-Adresse, da schicke ich dann eine SMS raus. E-Mail meine ich. Ach so, ja, das muss ich erst anmachen, das Gerät. Okay, ich warte dann. Ich muss ja mal gucken, weil ich war jetzt zuletzt am Schneiden, Rendern, Hochladen, ob der damit schon fertig ist. Okay. Aber ich kann Ihnen ja schon mal meine E-Mail-Adresse geben. Ja, können Sie. Das ist, haben Sie was zu schreiben? Ja, natürlich. Ja, das ist ja im Prinzip, das ist doch der Name von meiner Frau, Rudersdorf. Rudersdorf? Mit zwei Friedrich, also Doppel-F beim Dorf. Achso, mit zwei FF, ja. Und dann hinter, also ohne ein Leerzeichen oder irgendwas, online. Kommt da vielleicht ein Ad online? Nein, rudersdorfonline@gmail.com. Ich weiß schon, wie das funktioniert, junge Frau. Okay, online at... @gmail.com. E-Mail? Nein, Gmail. Gmail. Genau, so sagt mein Enkelsohn das auch immer. Wenn er sich denn mal blicken lässt. Okay, @gmail.com. rudersdorfonline@gmail.com, ja? Genau. Und was wollen Sie mir jetzt schicken? Da schicke ich jetzt eine E-Mail raus. So, einen Moment, erst muss ich ja mal eintragen. Haben Sie jetzt Computer an, oder? Ja, der braucht ein bisschen. Ne? Das ist ja meine Render- und Fab-Maschine. Das dauert ein bisschen. Okay. So, jetzt muss ich nur noch mal das Postfach öffnen. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme. Franziska Strunz, sind Sie das? Nein, da habe ich noch nicht geschickt. Wir freuen uns, dass... Achso, Sie haben noch gar... Ja, okay, dann muss ich ja nicht fragen. Genau. So. Einen Moment, gleich schicke ich auch was. So, die Zählernummer war 0221 66 951 485. Was läuft denn da für Musik bei Ihnen im Hintergrund? Das ist ganz befremdlich. Fremdliche Musik? Befremdlich, das löst fast Kopfschmerzen aus. Ach, Kopfschmerzen. Oh, dann mache ich das mal aus. Das ist sehr nett. So, einen Moment. Ja. So, Herr Jura-Stimme, da schicke ich jetzt eine E-Mail raus. So. Eine E-Mail kann man. Ich habe mal die Computerstimme ist gerade aus. Die E-Mail kann ich nicht hören. Okay, oder ist da eine Sprachnotiz angeheftet? Dann müsste ich da den. Nein. Sie bekommen eine Bestätigung, 3001 müssen Sie gleich bekommen haben, 15.15 Uhr oder 15.16 Uhr. Ich guck mal. Vielleicht beim Spam-Ordner oder unbekannten Sonnen. Ich wiederhole mal Ihre E-Mail-Adresse, das ist die Rudersdorf mit R-U-D-E-R. Genau. S-D-O-R-F-F online@gmail.com. Genau. Wo sitzen Sie nochmal? Bitte? Wo sitzen Sie? Wir sind ja aus Köln, Herr Jurasch. Ah, sehen Sie, das ist ja ein bisschen weiter, ne? Natürlich. Dann kommt das bestimmt gleich an. Bestimmt. Das kann ja nicht ganz so lange dauern. So lange können Sie, ich habe gerade mal, das ist, wie war der Firmaname nochmal? Wo habe ich jetzt dann meinen Stromlieferanten? Bestätigung 3001. Nee, die Firma, wo ich jetzt dann den Strom herbekomme. Achso, das wird dann Energie Today sein. Wie war das bitte? Energie Today.
Also wie Englisch, today. Genau, heute. Genau. Ja, gut, da gucken wir, das muss ja dann gleich kommen. Aber warum haben Sie denn bei im Internet so schlechte Bewertungen, wenn man das da eingibt? Welche schlechte Bewertungen? Na, für Ihre Firma 1,3 Sterne aus 165 Rezensionen. Das ist nicht so, gut, ne? Nein, das ist ja schon gut. Wenn Sie auch bei Porsche eingeben oder Mercedes eingeben, da sehen Sie auch die schlechte Bewertungen. Also ich glaube nicht, dass... Wir können ja mal den Vergleich machen. Ja, machen Sie doch. Porsche Deutschland. Mhm, oder BMW oder Mercedes. 4,6 Sterne aus 113 Ergebnissen. Das ist ein kleiner Unterschied, ne? Finden Sie lustig, ja, oder was? Nee, eigentlich nicht. Aber nee, ist eigentlich ziemlich traurig. Und Sie müssen auch mal... Ich habe übrigens die Zählernummer, die ich Ihnen gegeben habe, ne? Ja. Das ist Ihre eigene Telefonnummer. Die müssen Sie auch mal bei Google eingeben. Da warnen alle davor. Sie sind ja so ein Callcenter aus der Türkei, ne? Das kennt man ja. Wie, aus der Türkei? Naja, und das vor allem, ich habe Computerstimme als Name und Sie rufen mich an und unterhalten sich eine halbe Stunde mit mir. Ich meine, wie blöd kann man sein? Wie jetzt, Ihre Stimme? Ne, ich heiße Computerstimme. Haben Sie den Namen schon mal ausgesprochen? Ich könnte da auch Claire Grube oder Rainer Zufall oder Lass Miranda den Sevilla hinschreiben. Aber da sitzen ja die ganzen Hirnbefreiten da in Antalya und rufen die Leute an. Denen fällt das ja gar nicht auf, ne? Nee, wir sind ja nicht von Antalya. Nee, wo sitzen Sie denn? Sitzen Sie in Kairo? In Köln. Ja, den Spruch kenne ich ja schon. Wie lange machen Sie das schon? Ach so, okay, ich bedanke mich, Herr Jurastomia. Ja? Sie sind live im Internet übrigens gerade, da gucken 13.000 Leute zu, wie Sie versuchen mir das... Ah, diese Scheiße. Energy Today, gib mal bei Google ein. Ich glaube, ich muss diese Bewertungen muss ich als Thumbnail nehmen, das ist so geil. Dieses Pack. Herr Computerstimme aus Emskirchen. Mit denen kannst du wirklich alles machen. Kenne ich ja sonst eher nur von den Bitcoin-Viechern, die dann auch bei dir anrufen, wenn du ich sollte mal duschen als Name nimmst. Da sag ich, ja, das solltest du machen, du stinkst. Aber das versteht die dann ja nicht mal. Aber die hier, die konnte ja wenigstens Deutsch, aber geil. Freue mich auf eure Daumen, Freunde und Kommentare.